Und dort sind wir wieder zurück bei Pillars of Eternity. Mit jeder Menge Aufgaben, naja, jeder Menge nicht, aber genug, um unseren Geldbeutel vielleicht wieder etwas zu füllen. Wir sind jetzt immerhin schon bei 49 Gold. Wir sind einem Absolutely. Beowulf entkommen, aber das ist schon einige Folgen zuvor. Seitdem sehen wir seltsame Dinge vor sich gehen. Dinge sprechen zu uns, Dinge fliehen vor uns, ohne dass wir sie fassen können. Wir sind in diesem Dorf angekommen, Goldtal, das seine goldenen Zeiten hinter sich hat. Jetzt hängen hier an den Bäumen keine goldenen Äpfel mehr, sondern goldenen Äpfel mehr, sondern nur noch jede Menge Leichen mit jeder Menge Fliegen. Und wir werden uns einmal der Aufgabe widmen, den Koch zurückzubringen, obwohl, wie Terra schon anmerkte, Haferbrei auch sehr nahrhaft sein kann. Aber bei dem Getreide, das wir gerade kennengelernt haben in der letzten Folge, wird es nicht besonders gut schmecken. Wir nehmen die Reise auf uns, übernachten notfalls halt unter der Brücke, wenn die ganzen Charaktere fertig sein sollten, aber sie sind noch nicht erschöpft. Es ist mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, ob das klug ist. Hier sind wir letztens durchgekommen. Hier oben, meine ich mich zu erinnern, ist der Bär. Und hier, was ist hier? Ein, ah ja, Dings. Hier war Nonten. Hier war Nortons Zelt. Und jetzt erkunden wir einmal die Karte. Ich schicke mal wieder Arloth aus. Und wir erkunden das Gebiet. Denn ich glaube, hier bin ich auch gestorben, öfters einmal, weil es hier ein paar Gangstar gab. Gangstars? Ach nee, ein paar Wolfies. Okay. So, wir machen unser Übliches. Das waren Geisterklingen. Und ein Flammenfächer würde sich eigentlich lohnen. Nur ob das jetzt bleib doch nicht stehen. Huiuiuiui. So, du stellst dich mal dem da entgegen. Du stellst dich dem da entgegen. Und du probierst mal einen deiner Zauber aus. Welcher war das nochmal? Das war, glaube ich, göttliches Mal. Ich guck mal kurz auf mein Paperwork hier. Aloth, Eder, Shittoa. Schmelztiegel der Seele, heiliger Glanz, bla 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 bla. Moment. Ich habe mir doch diese schöne Übersicht gemacht. Grad 2 Zauber. Göttliches Mal, ja. Feuerschaden. Feuerschaden, Feuerschaden, Feuerschaden. Und zwar schön einzeln. Dann machen wir das doch. Heilige Macht, göttliches Mal auf. Okay, die müssen Hey. noch näher rankommen. Oder Chitoa muss näher rankommen. I'm here. So, jetzt. Tu dein Möglichstes. Vielleicht auf den da hinten. Leicht verletzt. Okay, das war Idea. Ich glaube, Idea hat gerade den Wolf How may I zerstückelt. help? Okay. Der ist hier, oder? Nee, das war sie. Hat sie gut gemacht. Er liegt da am Boden rum. Wir machen das Ganze nochmal. Oder machen ikonische Projektion. Dann kriegen unsere Gefährten auch noch Ausdauer zurück. Bisschen, glaube ich. Auf jeden Fall hat es den Wolf getötet, oder? Kann das sein? Ach nee. Der Wolf landet einen kritischen Treffer. Ach, wie schön. Oder auch nicht. Kelkra. Kelkra. Zusätzliche Effekte. Kann das sein? Wolf. Wolf, Wolf, Wolf. Wer tötet den Wolf? Chitoa. Und wir haben den jungen Wolf unterbrochen. Sehr gut. Sehr gut. Gut, es ist nur noch einer. Den kriegen wir wohl auch down. Und zwar normal. Wir sparen ein bisschen Zauber. Und Arloth sollte hier nicht in der ersten Reihe stehen. Yes. So, du hast hier Hey. was auszutun.
Adolf kann sich mal erholen. Oder wir kümmern uns um Adolf. Feldlazarett. Ruhepause. Er hat auch Gesundheit verloren, deswegen machen wir das mal. Er ist zu Tode nah. Unsere Kämpfer machen das schon. 13 hast du geheilt. Das sieht man irgendwie nicht. Achso, doch. Hier, das ist die Ausdauer. Ist da unten angezeigt. Nicht die... Oh, nicht die Gesundheit. So, ich würde sagen, unsere Kämpfer können mal den Pelz tragen. Das haben sie sich verdient. Und dann gucken wir uns hier mal um. In diesem Gebüsch. Alleine bin ich natürlich draufgegangen. Ich bin alleine reinspaziert. Die ersten Male. Deswegen auch in Klammern 3 Tode. Ein oder zwei bin ich beim Bär gestorben. Und... Oh. Und 2 bei den Wölfen, weil ich gedacht habe, oh, wenn ich die zu Nonten lock, dann macht er die für mich platt. Aber er hat erst angefangen zu kämpfen, als die Wölfe mich zerfleischt hatten. Also Shetua. Nicht mich. Und ja, danach hat er dann angefangen, oh, die Wölfe so, oh, da ist ja gar keiner mehr, da steht ja noch einer. Greifen wir mal Nonten an. Und Nonten hat sich gedacht so, oh, das Schauspiel ist vorbei, ich glaube, ich sollte mich wehren. Okay, wir haben bei den Wölfen eine alte Mauer gefunden. Diese alten Mauern scheinen einst die gesamte Lichtung umgeben zu haben. Nun ist nur noch ein kleines Stück davon übrig und die nach oben führenden Stufen sind zerbröckelt. Ich finde das Artwork einfach so schön, so würde ich auch gerne malen können. Das lerne ich noch. Ich lerne es noch. Wir untersuchen die Mauern. Die schweren Mauerziegel sind moosbedeckt und glitschig, was das Klettern behindert. Die Steine selbst aber scheinen robust genug zu sein. Mit den richtigen Werkzeugen könnte man die Mauer bestimmt erklimmen. Wir untersuchen sie noch mehr, aber können wir nicht. Wir gehen immer weg. Wir haben weder besonders viel auf Athletik, glaube ich, bei keinem von unseren Charakteren. Athletik. Wobei 3? 0? 1, 5. Ui. Eigentlich könnte der mal versuchen, die Mauer hochzuklettern. Ah, dann gehen wir mit der dahin, falls das irgendeine Auswirkung hat. Er klimmt die Mauer. Die brüchige Mauer ist selbst jetzt noch ziemlich hoch und ihre unebene Oberfläche verheißt einen schwierigen Aufstieg. Wer wird sie erklimmen? Ah. Adolf. Adolf, du hast 0 Athletik. Ich will dich fallen sehen. Idea, du bist doch muskulös und überhaupt sehr gewandt und weil du Feldarbeit betrieben hast, gehen wir davon aus, dass du diese Mauer erklimmen kannst. Logik! Idea findet an einem der größeren Steine Halt und beginnt den Aufstieg. Trotz einiger lockerer Steine und schwieriger Winkel kommt Idea schnell voran und erreicht die Oberfläche der Mauer zügig. Bei Athletik 5 auch nicht anders zu erwarten. Oben angekommen hilft dir Idea die Mauer hoch und über sie hinweg. Oh, cool. Das sind noch Dinge. Oh nein, da liegt einer. Erstmal Blumen pflücken. Sankt Kyrans Horn. Alright then. Oh, Leute, ich habe Pläne. Das fällt mir immer ein, wenn ich diese Dingsbeschreibung sehe. Eine Leiche, aber sie hat keinen Namen. Lederrüstung. Oh, Fulvons Handschuhe. Gewandtheit plus 2. Und nochmal Campingbedarf, den wir bei uns hier rein füllen. Nein. Aber. Kann ich den hier? Wisst ihr was? Ja, Heilmultiplikator. Wir rasten jetzt aus Prinzip. Wir können doch keine Rastvorräte, die uns geschenkt werden, einfach so liegen lassen. Das geht nicht. Das geht nicht. So. Eine Lederrüstung. Die hast du schon ausgerüstet. Du auch. Du auch. Ich glaube, wir können sie einfach schön verkaufen. Und Handschuhe. Oh, ein gekritzelter Brief. Wir werden ihn gleich angucken. So, erstmal gucken wir uns die Handschuhe an.
Gewandtheit plus 2. Wer könnte damit denn am meisten etwas anfangen? Das ist die Frage. Gewandtheit 11. Aktionsgeschwindigkeit und Reflexe. Wir wollen die steigern, steigern, steigern. 15 hat er schon. 12 und auch 11. Ich glaube, auch wenn wir für ihn das steigern könnten, ins Unendliche, wäre das vielleicht für Edea gar nicht so schlecht. Ich weiß es nicht. So, nee, die kriegt jetzt erstmal Alof. Und zu seinem Outfit wird das auch mehr passen, diese schönen blauen Handschuhe. Zu seinen. Hat er die auch richtig angezogen? Nee, er hat schon was. Ui, wir haben noch Dinge in der Schnellauswahl, die wir gar nicht benutzt haben. So, jetzt gucken wir uns den Brief an. Was sagt er denn, dieser Brief? Ah, oh, wir haben seine Handschuhe an. Fulvano, ich glaube nicht, dass du das hier jemals lesen wirst, aber du hattest recht. Wir hätten zusammen nach Süden reisen sollen, es wäre sicherer für beide gewesen. Gerne würde ich alle Häme der Welt ertragen, würde ich nur überleben, um sie zu hören. Ich habe mich aus der Reichweite der Biester entfernt, die unter mir kreisen, aber ich bin trotzdem erledigt. Ich glaube nicht, dass ich wieder hinaufsteigen werde. Oder hinab, wahrscheinlich, weil er ist ja oben. Wer auch immer das hier findet, betet für mich. Vielleicht werde ich im nächsten Leben lieber Wölfen nachstellen als jemand anderem. Wem hast du denn nachgestellt? Das frage ich mich. Ich liebe die Grafik immer noch. Ich liebe sie. Kann man hier ran? Ja, einfach Blutmoos gepflückt. Yes. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder hier runter. Wie kommen wir denn hier runter? Wieder so? Vom Rand der Mauer, ne? Kannst du eine nach Süden führende alte Kopfsteinpflasterstraße und die unregelmäßigen Bäume des Talholzes sehen? Ja, übrigens diese Straßen, ne? Also ich war im Harz letzten Sommer und dort haben wir uns die Kaiserpfalz angesehen und dort hatten sie ein Stück Kopfsteinpflasterstraße ausgegraben und ausgestellt und da reisten immer die Kaiser von einer Pfalz zur anderen. Immer so eine Tagesreise und entfernt waren die Pfalzen voneinander, damit man sie halt immer schön erreicht hat. Und ihr glaubt doch nicht, dass die in Gasthäusern übernachtet haben. Nein, der Adel hatte seine eigenen Pfalzen. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, so eine Kopfsteinpflasterstraße, wenn die ziemlich oft von Kutschen benutzt wurde, das sieht man. Da waren mal richtige Fahrrinnen drin. Die sind vergleichbar mit unseren Bussen. Also wenn ihr Bushaltestellen habt auf Asphalt, dann sieht man halt irgendwann Vertiefungen, weil die Busse immer an ähnlichen Stellen halten. Das ist unweigerlich. Aber ihr wisst, Asphalt ist relativ weich. Relativ weich. Und zu Kopfsteinpflaster, da denkt man eigentlich, da sieht man nichts. Aber hey, die Spuren hat man gesehen. Du schwingst dich über den Rand und fällst einen Weg nach unten zum Boden. Und weil wir schon mal hinaufgekommen sind, ist es auch ein leichtes, wieder herunterzukommen. So, jetzt sind wir wenigstens wieder voll, was unsere Zauber anbelangt. Und mit unserer Gruppe, einmal speichern, reise ich auch wesentlich selbstsicherer hier durch als noch alleine. Nee, das ist die falsche Straße. Wir wollen die Kopfsteinpflasterstraße weiter entlang nehmen. Ich sehe schon einen Karren, den wir jetzt untersuchen können, den wir auch schon mal untersucht hatten. Ich glaube aber noch nicht on-screen. Der Gras hinter den Wagenrädern ist immer noch. Das Gras, der Grasalter, ist immer noch zu Boden gepresst. Mehrere Fässer mit Kohlköpfen, Kartoffeln und Kürbissen wurden umgestürzt und liegen gelassen. Da ist wohl einer abgehauen. Nochmal Campingbedarf. Also falls wir hier zurückkommen, vielleicht vom Bären erschöpft und erschlagen. Also jemand ist geflohen. Vielleicht hier hoch. Nochmal ein junger Wolf. Dem würgen wir doch gleich mal eine rein. Aber vielleicht, das ist ja nur einer, deswegen schaffen wir das auch so. Ohne Zauber. Wo ist eigentlich unsere Schnellwahlleiste? Besprech. Ach, hier, okay. Flammenfächer. Ich glaube, die Schnellwahlleiste heben wir uns mal für den Notfall auf. Du
kannst du mit deinem Zauberbuch schlagen. Du rennst sie nieder. Er hat einmal zusätzlich Niederrennen, kann er sich leisten. Außerdem lädt sich das ja pro Begegnung auf, oder? Ja. Ein Heer. Er hatte keine Chance. Es war ein bisschen unfair, ja? Vier gegen einen. Warte mal, Idea ist unser Pelzesammler. Hey. Ich mag Idea. Und hier noch eine Spur. Wir machen Schnitzeljagd. Noch mehr cool. Zerschmetterte Stücke einer Kiste sind zusammen mit etwas schlammigem Gemüse auf die Erde verstreut. Das will doch keiner mehr essen. Uah. Schwärmt aus. Pflückt Pilze. Einmal Siedlerpfeil für Anfänger. Oh. Das ist eine Leiche. Hallo Leiche. Aber wir können nichts mit ihr anfangen. Das wird nicht der Koch sein, den wir suchen. Hier können wir gar nicht lang. Jetzt kommt eine Lichtung. Das sieht nach einer Szenerie aus. Hallo? Ist hier jemand? Hier ist erstmal was zum Pflücken. Oder geht es hier zur Bärenhöhle? Oh, nee. Okay. So, noch mehr Action in diesem Teil. Wir werden den Bären machen. Ich habe meine Zweifel, ob das gut ist. Eine Bärenhöhle. Da ist der Bär. Chitoa. Du könntest schon mal. Ach, da musst du nah dran sein, oder? Ja, genau. Du läufst jetzt allein zu diesem Bären. Wir brauchen ein Bollwerk. Wir brauchen Idea. Und dann können wir auch mit den Dings was anfangen. Aber davor wirst du ihn erstmal triggern. Verletzt. Ui. Und da ist noch ein kleines Bärchen. So, den fängst du vielleicht mal an. Ab. Du rennst den Bären nieder. Nein, du machst Beschützer. Du kümmerst dich auch um den. Und Chitoa kann schon mal den da anschießen. So, jetzt wo die so nah dran sind. Gehen wir... Oh. Der ist dem Tode nahe. Du ballerst ihm nochmal Fluggeschosse rein. Danke. Sehr gut. Sehr gut. So, Chitoa. Dein Auftritt. Ich glaube, ich habe den falschen Zauber ausgewählt. Göttliches Mal. Nochmal. Okay. Sinnlos. Sie hat zum Glück auch gar nicht erst angefangen. Wow. Gut. Hey! Bestarium-Fortschritt. Bär, 50%. Ah, okay, man kann pro Tier also Erfahrungen sammeln. Das finde ich gut. Erfahrungen mit bestimmten Tieren. Die Frage ist dann, ob das Vorteile verschafft. Pelzsammler. Hey. Der. Hey. Das war leichter als gedacht. Das war schön. Yes. Das ist gut verlaufen. Wir verarzten ihn. Hast du ihn gerade geschlagen? Hier, eine. Yes. Nimm das. Diese Bandage klatsche ich dir ins Gesicht und jetzt bist du geheilt. Was ist hier? Eine Höhlenkoralle. Interessant. Und hier sehen wir gleich, was mit ihm passiert ist. Ich habe ja den Verdacht, dass Norton etwas mit der ganzen Sache zu tun hat. Hier haben wir noch ein Kästchen. Ich bin skeptisch. Es könnte gesichert sein. Oh, und hier haben wir noch Dinge entdeckt. Ein Zweihänder. Das ist was für Idea. Was haben wir denn hier? Ein Versteck. Chaosfuß klingt nach Verstricken. Humpeln. Lässt schnell einen Busch gewucherte Reben wachsen, die jeden umschlängeln, sag ich doch, Dings. Und einfangen, der so viel Pech hat, sich darin zu verfangen. Charaktere, die einen Fuß in den Wirkungsbereich setzen, werden behindert. Das ist genauso blöd wie Verstricken. Mäuse kriechen durch Augenhöhlen und über Oberschenkelknochen. Oh, das ist aber eine schöne Gegendbeschreibung. Hier sind noch mehr Knochen. Du nimmst den Zweihänder. Nutzt er dir etwas? Du hast gerade noch irgendeinen Säbel. Geschwindigkeit.
Durchschnitt. Das ist sicher langsam, ja. 17 ist 24. Dafür auch kein Schild. Das lohnt sich nur zu verkaufen. Und jetzt erkunden wir nochmal diese Seele. Und ich habe den Verdacht, dass Norton ihn hier reingelockt hat, um mit seiner Frau zu verschwinden. Vielleicht tun wir ihm aber auch Unrecht. Verirrter Geist. In der muffigen Höhlengruft scheint eine Gestalt zu schweben. Ihre Form und Züge verschwimmen und windeln sich in kaskadierenden Wellen der Weißglut. Du spürst, wie ihre Energie und seine Gliedmaßen strudelt, um deine Gliedmaßen strudelt und sie mit einem starken Frostgefühl erfüllt. Wir strecken die Hand aus, um sie zu erkunden. Du streckst die Hand nach dem Geist aus. Im Moment des Kontakt fühlst du dich so, als hättest du einen Schlag erhalten. Du taumelst mit schwindeligem Kopf hilflos in die lauernde Finsternis hinein. Am Rande deines Sichtfelds kommt Licht auf. Du spürst die Sonne im Rücken und das Gewicht eines Bogens in der Hand. Dir wird plötzlich bewusst, dass du den langen Weg aus dem Tal gekommen bist, um Hirsche zu jagen. Jetzt stehst du vor einer Höhle und die Finsternis erstreckt sich weit in sie hinein. Trotzdem geht dein Freund vor dir forsch nach vorne und sein roter Umhang schlenkert um seine Fersen. Du folgst ihm mit hämmerndem Herzen in der Brust tiefer in die Höhle hinein. Etwas brüllt dort wie ein Donner und das Echo dieses Gebrülls ist überall um dich herum. Die Angst packt dich und du taumelst. Und taumelnd fließt du in Richtung des Lichts auf den Ausgang zu. Du siehst Metall glänzen und hinter deinem Knie brandet urplötzlich stechender Schmerz auf. Du schreist, taumelst und fällst. Ich sag doch, Norton hat ihn... Der hat ihm die Kniebänder durchgeschnitten, damit er da hilflos rumliegt. Das hätten wir aber auch äußerlich jetzt erkennen können. Da hätten wir jetzt keine Seelenerkundung machen müssen. Deine Gedanken sind völliges Chaos und werden von Schmerz durchstochen. In einem Moment schrecklicher Klarheit aber siehst du, wie ein Freund vom dein Freund dir vom Höhleneingang zu dir zurückschaut. Sein Dolch ist wie sein Umhang auch blutrot gefärbt. Und dann schiebt sich etwas Riesiges, Dunkles, eine riesige dunkle Form über dich, gefolgt von noch mehr Schmerz. Die Vision schwindet und du wirst mit scheinbar ärgerlicher Wut wieder in dein eigenes Selbst zurückgeworfen. Die Leiche liegt zu deinen Füßen und der Geist verweilt immer noch. Im Energiebogen zwischen euch beiden spürst du ein gewisses Fragen, Verwirrung und Wut. Ich traf ihn unterwegs, deinen Freund. Urplötzlich strömt vom Geist eine Art peitschender Wut aus. Zorn und Trauer scheinen wie Rauch aus glänzender Gestalt zu strömen. Ich werde ihn finden und dafür sorgen, dass er für das, was er dir angetan, büßen muss. Die Frage ist halt nur, wie? Ein Moment lang scheint der Geist hell zu brennen und dein Kopf erfüllt sich mit widerlichem Triumph. Der Geist scheint durch die Kraft seines eigenen Jubels schwächer zu werden. Er wird immer schwächer und schwächer, bis du abermals in der Höhle allein bist. Wir können ihn ja auch dazu zwingen, etwas Gutes zu tun. Das heißt ja nicht, dass wir ihn töten müssen. Die Frage ist, ob wir das nicht doch tun werden. Und ob wir nicht gerade irgendwie etwas getan haben, was unserem Gott eigentlich zuwider ist, der ja angeblich nicht da ist. Holt dich ehrlich. Reputation haben wir noch nicht. Ja, wir werden einmal sehen. Wir werden nochmal mit Norton reden müssen. Das werden wir auch noch diese Folge machen, um diesen Bogen hier abgeschlossen zu haben. Ich schneide euch den Weg raus. Wir sehen uns wieder in Nortons Haus. Da werden wir wieder. Es ist natürlich Ingroids Haus, die Liebhaberin von beiden, wie ich schätze. Und jetzt werden wir noch einiges mit dem Mr. Norton besprechen müssen. Davor speichere ich aber nochmal. Mr. Norton? Well met, friend. Norton, ich weiß, was in dieser Bärenhöhle wirklich passiert ist. Norton weicht die Farbe aus dem Gesicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab dir die Wahrheit gesagt. Dein Freund hat mir auch die Wahrheit gesagt.
Beschuldigst du ihn einer Tat? Ingrid schaut Nonten an und berührt ihn am Arm. Wenn das wegen des Unfalls ist, wir beide trauern über den Verlust von Pearly. Aber das war das Werk eines wilden Tieres. Und wir trauern auch richtig doll, das seht ihr doch. Nonten schüttelt ganz leicht den Kopf und du kannst seine Hände zittern sehen. Was? Wieso solltest du so etwas Ungeheuerliches behaupten? Warum hast du das getan? Er war dein Freund. Ich hatte in der Höhle eine Vision. Ich sah die letzten Augenblicke in Pearlys Leben, so wie er sie erlebte. Ich sah, wie du ihn mit dem Messer niedergestreckt hast. Das ist unmöglich. Nonten starrt dich an. Wie solltest du das erfahren haben? Seine Hand fällt zu seinem Schwertgürtel herab. Ich habe keine Spuren hinterlassen. Ja, hiermit hast du dich verraten. Herzlichen Glückwunsch. Nonten, warte. Ingrid hebt eine Hand. Ich weiß nicht, was du in dieser Höhle gesehen hast, aber in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Pearly, mein Ehemann, er war genauso wie ein Biest, wie dieser Bär. Bei seinem ersten Wutausbruch versuchte ich zu gehen, aber er wollte das nicht zulassen. Mit schmerzvollem Gesicht schaut sie weg. Nonten, er... Als wir uns trafen, wusste ich, dass ich jemand besonders gefunden hatte. Jemand Gütiges. Jemand, dem ich etwas bedeute. Bitte, wir wollen gar nicht mehr, als hier zu verschwinden. Woanders wollen wir einen Neuanfang wagen. Sie schaut auf die Taschen herab. Wir haben einige Münzen gespart. Du könntest sie haben, sofern du uns dann gehen lässt. Ungeachtet des Grundes hast du den Tod eines Mannes verursacht. Ich werde dem Magistrat darüber Bericht erstatten. Wir wissen ja nicht, wie Pearly so war, aber denen dann jetzt auch das Geld wegzunehmen. Es reicht mir, dass unser Instinkt nicht versagt hat und wir genau wussten, dass hier irgendetwas im Argen lag. Wir können ihre Geschichte aber genauso wenig überprüfen. Wir sind aber ehrlich und gütig, ne? Oder wie war das? Wir nehmen mal das, behaltet das Geld und haut ab. Ich bin froh, dass du es verstehst. Hier, bitte nimm das an. Ich hoffe, es bringt dir Glück. Lächelnd schaut sie Nonten an. Wir haben eine lange Reise vor uns. Okay, wir haben einen schwachen Ring der Abwehr erhalten. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen eigenen Reisen, Fremder. Das werden wir dir nicht vergessen. Wow, wir haben richtig viel Erfahrung erhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Geist uns jetzt heimsucht, weil wir seine Rache nicht genommen haben. Aber wenn der früher auch so rumgewütet hat, jetzt können wir hier alles mal durchsuchen. Der Dürrwald 2, der Krieg des zerbrochenen Steins. Okay, wir haben ein ganzes Buch haben wir. Du kriegst das. Ein Silberpfennig. Die haben eine lange Reise vor sich, wissen nicht, wie sie sich durchschlagen wollen und haben einen ganzen Silberpfennig liegen lassen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. I'd be glad to. Okay, ich guck mal kurz. Wohltätig waren wir. Oh, wir haben Wohltätig 1 bekommen. Das ist doch schön. Ich glaube auch, dass das sehr wohltätig war. Und falls sie wirklich recht damit hatte... I'm here. Mit diesem der Verrat war auch nicht besonders... Und naja, wir gehen jetzt einmal noch kurz in die Schenke, verkaufen unseren Stuff, den wir so haben. Auch komisch, dass die Frau so viel, also die Wirtin, so viel davon übrig hat. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder in Talholz. Wir müssen ja immer noch den Koch finden. Ich bin gespannt, wie das sich mit den Reputationen weiter auswirkt. Noch haben wir nicht gegen unseren Gott gehandelt. Das ist ja... Ich finde dieses Glasfenster einfach nur genial. God's keep you. Hallo wieder, kann ich etwas für dich tun? Wir haben immer noch Zimmer frei und zu früh zum Trinken ist es nie, auch wenn es jetzt sehr spät ist.
Zeig mal, was du zu verkaufen hast. Wir haben hier auch einiges. Du kannst ein schäbiges Bier wieder haben. Ach, wir müssen das so machen. Willst du das nicht? Ach, wir müssen hier hin, oder was? Ach so, wir müssen es zu uns rüberziehen. Ist das zweimal... Goldrot Prim wird in den ländlichen Gegenden des Dürrwaldes von nahezu allen Bauern gekaut, die darauf schwören, dass er einen leichten Energieschub verleiht. Wen häufig kaut, stellt fest, dass er schwerfällig ist, wenn er damit aufhört. Der Prim wird aus den Wurzeln des goldenen Selleries gewonnen. Also, plus 3 Macht für 600 Sekunden. Goldrot Prim-Absturz. Ja, ja, okay. Also es ist, nee, jetzt verkaufen wir mal 20 Kupfermützen. Ach, 0 kostet das. Okay, was 0 kostet, das kommt bei uns hier rein. Hier, du trägst das Bier. Warte mal kurz. So. Das Langschwert verkaufen wir für 10. Die Frage ist, ob wir in der Schmiede dafür nicht mehr bekommen. Deswegen werden wir das jetzt einmal... Wow, die Briefe geben richtig viel. Die Falle kannst du haben. Milch kostet nichts. Dietrich, kriegst du. Einen verkaufen wir. Wir brauchen nicht so viel. Oh. Okay, die sind nur 5 wert. Den Ring, wow, den behalten wir aber. Und noch einen Säbel, wobei den verkaufen wir auch beim Schmied. Und die Lederrüstung. Wobei. Wolfshaut. Vielleicht wollen wir ja noch was herstellen. Das sehen wir dann ja noch. So, 140 Kupfermünzen haben wir erhalten. Das ist nicht schlecht. Jetzt sind wir hier wieder voll einsatzfähig. Aber wir sind auch voll ausgerüstet. Ja, ich würde sagen, im Gasthaus verabschieden wir uns und im Talholz werden wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis bald.